Seid ganz herzlich gegrüßt hier zu Tomb Raider 2 Remastered. Wir spielen weiter. Wir sind im zweiten Teil angekommen, haben den ersten Teil erfolgreich hinter uns gebracht. Ja, das war ja hier noch dieser Geschinken. Und ja, werden jetzt mit dem zweiten Teil inklusive natürlich auch Golden Mask weitermachen. Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, Laras Anwesen nicht zu spielen, weil in der allerersten Folge hier jetzt zu diesen dreien insgesamt habe ich ja einmal die Anwesen schon mal durchgespielt. Ich möchte aber eine Sache austesten, die ich in einem Kommentar gelesen habe. Nicht unter einem meiner Videos, sondern unter einem anderen Video. Willkommen zurück. Nach der aufreibenden Angelegenheit letztes Jahr habe ich diesen Trainingsparcours gebaut, um meine Fertigkeiten zu üben und neue zu erlernen. Und ich muss natürlich hier mal ein Bild von Winston machen, ne? Aber das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Ich hatte nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass wir hier vielleicht auch Achievements... Um breitere Abgründe zu überwinden, muss ich Anlauf nehmen. Zurück zum Start. ...bekommen können. Dass wir eventuell hier eins bekommen, das ist übrigens nicht sichergestellt. Das ist gerade eine Idee von mir. Es geht mir aber um eine andere Sache, die ich aber auf jeden Fall austesten möchte. Ich sage euch gleich, worum es geht. Vielleicht, wenn ich euch sage, dass es um eine Sache geht, die ich eigentlich nie mache, die ich jetzt nur hierfür tun werde, weil ich das einfach mit meinem Herzen, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, dann wissen vielleicht einige schon, was ich meine. Aber wir können das Ganze ja hier gerade mal kurz machen. Das ist ja nicht so lange. Das geht ja relativ schnell. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das Abschließen dieses Parcours ein Achievement beherbergt. Wahrscheinlich hätte ich jetzt eins schon gekriegt, wenn ich das von Anfang an gemacht hätte. Also, ne, von Anfang an, ohne einen Fehler zu machen. Aber ist ja egal. Ich bin übrigens heute mal sitzend, spielend. Also, seit ich ja jetzt hier in der neuen Wohnung wohne und meinen Schreibtisch habe, der ja höhenverstellbar ist, habe ich eigentlich so gut wie immer, zumindest beim ersten Teil jetzt, beim ersten Remastered, alle Folgen im Stehen aufgenommen. Und jetzt sitze ich gerade mal. Mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen auf meine Skills oder sowas hat. Super, das war bisher meine beste Zeit. Ja. Du kannst dir gerne auch den Rest des Hauses und den Garten anschauen. Okay. Gut, Achievement gab es nicht. Es soll ja übrigens hier irgendwie so ein Bug geben, dass man, wenn man hier irgendwie an der Kante, glaube ich, springt, ne, dass man dann... Ich glaube, ich mache das sowieso falsch. Ich glaube, ich muss da irgendwie so hingucken. Aber das habe ich ja damals schon ausprobiert. Im dritten Teil haben wir es ja hingekriegt, ne, aufs Dach zu springen. Aber das ist auch gar nicht das, worauf ich hinaus möchte. Sondern es geht natürlich um etwas, was unseren Butler betrifft. Jetzt müssen wir nur erstmal warten, bis der gute Mann da ist. So lange können wir ja gerade hier nochmal... Obwohl, nee, jetzt ist die... War das hier mit der Küchentür, dass die Küchentür aufgeht? Oder dass wir die aufmachen können? Ah ja, sehr gut. So, wo ist er denn, Winston? Ah, da ist er. Komm mal her. Wo läufst du denn hin? Ah, der hat einen bisschen größeren Wendekreis. Der Gute. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Wenn ich meine Bestzeit unterbieten soll, heißt es zurück an den Start. Ich wollte gar nicht... Aber das würde mich mal interessieren, ob ich da oben theoretisch dran könnte, ob sie sich da festhält. Nee. Okay, Winston, komm mal her. Huch. Mal kurz eben hier auf die Arbeitsfläche... Aber schön, dass hier auch die Proportionen so beibehalten wurden, dass die viel zu groß sind. Das ist schon absurd. Wirklich albern, ne? Das ist eigentlich wie so eine Düse im Schwimmbad. Wobei der Stuhl, ist der noch so überdimensioniert groß? Ja, der ist auch schon recht. Und der Tisch ist auch viel zu groß. Naja, zumindest da hat es dann ein bisschen was von dem Alten beibehalten. So. Das ist ja hier eine Geschichte, ne? Die mache ich eigentlich nicht, weil mir Winston immer viel zu sehr leid tut. Aber ich habe halt gelesen, dass es wohl ein Achievement geben soll,
wenn man den einsperrt. Ich will das nur ausprobieren und wird dann auch direkt dann ins Hauptspiel starten, aber ich bin halt gespannt. So. Siehste, schon wieder verarscht worden. Okay, gut, wir können es ja im dritten Teil nochmal ausprobieren. Vielleicht ist es da ja ein Ding, aber dann hole ich ihn da jetzt auf jeden Fall wieder raus. Oh. Oh Gott. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Okay, das. Ich dachte, wir kriegen in dem Sinne ein Achievement, dass wir unten Bescheid bekommen. Keine Ahnung, frostiger Butler oder irgendwie sowas. Komm da raus, Winston. Okay, das ist ja witzig. Das muss ich ja sagen. Das finde ich ja schon dann irgendwie ganz, ganz witzig gemacht. Aber trotzdem, das müssen wir verhindern, dass das nochmal passiert. So. Alles klar, wir haben es gesehen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Spiel und zwar ins Hauptspiel. Und danach dann natürlich Golden Mask oder die goldene Maske. Das machen wir danach. Ich würde sagen, los geht's bei Tomb Raider 2. Tja, jetzt würde ich sagen, wir sind hier wieder in altbekannten Gefilden. Für mich ist es jetzt tatsächlich eigentlich in relativ kurzer Zeit das dritte Mal, dass ich diesen Tomb Raider-Teil spiele. Das heißt, ich muss mich eigentlich hier sehr gut auskennen und auch eigentlich alle Geheimnisse hier finden, problemlos. Ich würde mal behaupten, das kriege ich auch hin. Falls
jetzt welche zuschauen, die mich gar nicht kennen oder noch kein Video von mir gesehen haben. Ich habe bereits die Be oder ich habe den ersten, also nicht den ersten, ich habe den Originalteil bereits gespielt und habe den insgesamt zweimal gespielt, weil ich beim ersten Mal damals einen noch anderen, ein anderes Aufnahmeprogramm hatte. Und dadurch sind damals meine alten oder meine allerersten Aufnahmen von Tomb Raider 2 sind unheimlich dunkel geworden. Und deswegen habe ich mich dann, als ich später irgendwann auf ein anderes Aufnahmeprogramm gewechselt hatte, das war dann aber erst in Tomb Raider 3, habe ich mich dann irgendwann nochmal dazu entschlossen, dann den Teil einfach nochmal zu spielen. Deswegen, falls ihr euch vielleicht für diesen Teil, aber eben mit der alten Stimmung interessiert, also mit dem alten. Ach stimmt, jetzt hier haben wir auch wieder Fackeln, ne? Cool. Und wir haben schon die Schrotflinte? Okay, das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Also falls ihr euch für den Teil hier aber halt noch, huch, jetzt war ich zu blöd, noch mit der Grafik hier interessiert, dann guckt einfach gerne da in die Playlist rein. Wie gesagt, ich hab die einmal alt und einmal neu genannt, glaube ich, irgendwie so. Und wie gesagt, die ganz alte, also die allererste, ist halt leider ein bisschen dunkel stellenweise. Oder insgesamt sehr dunkel. Ich glaube, dass, wenn man bei YouTube hochlädt, die Qualität teilweise auch immer noch mal ein bisschen schlechter ist. So, und hier bekommen wir schon mal unseren ersten Drachen. Jetzt sieht man wenigstens auch, wie diese Geheimnisse hier eigentlich aussehen. Sieht auf jeden Fall wesentlich mehr nach einem Drachen aus als damals. Ich habe die ganze Zeit so eine Figur im Kopf, so eine aus irgendeiner Kindersendung, glaube ich. Nee, jetzt weiß ich. Wisst ihr, woran mich diese alten Secrets, also ne, die Optik von den alten Secrets, woran mich die erinnert? Und zwar an das eine Pokémon. Jetzt frage ich mich nur gerade, wie das heißt. Das ist so ein lilanes Pokémon, was quasi wie so ein Klecks aussieht. Ich weiß nur nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas mit D, glaube ich. Aber ich bin mir ja nicht sicher. Auf jeden Fall, das Pokémon, daran erinnert mich das ein wenig. So, das wollte ich machen. Genau, ich dachte eigentlich, dass wir hier schon Spinnen entdecken, aber nein, wir haben noch keine Spinnen hier. Das heißt, wir gehen hier erstmal runter. Huch, na egal, wir fahren ja eh ins Wasser. So, ist hier im Wasser noch was drin? Also, ne, ich werde mich jetzt hier mit Sicherheit nicht mehr an jedes Item oder was man findet, erinnern können. Es wird mit Sicherheit mal Stellen geben, wo ich sage, ah ja, genau, hier, da müsste noch was sein oder so. Aber, ne, auch wenn ich es jetzt dreimal gespielt habe, ich habe zwischendurch natürlich jetzt auch andere Teile gespielt. Ich glaube, dass die zweite Aufnahme von dem hier habe ich ja auch während, oh, ich weiß gar nicht, was ich da parallel noch gespielt habe. Also noch einen anderen, neueren Tomb Raider-Teil auf jeden Fall. Und daher, ne? Ich weiß halt, wo wir hier lang müssen und so weiter. Aber ich kann mich, wie gesagt, hier nicht jedes einzelne Item oder jeden einzelnen Gegner erinnern. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wie zäh diese Krähen einfach sind, ne? Dafür, dass das eigentlich nur so kleine, also vergleichsweise kleine Tiere sind, jetzt im Vergleich zum Löwen oder so. Oder Tiger. Hier haben wir dann ja auch wirklich mal Tiger. Während ich ja im vorigen Teil ständig Tiger zu den Panther gesagt habe. So, ich habe noch kein einziges Mal gespeichert. Ich will mal gucken, ob ich hier vielleicht sogar ohne zu speichern durchkomme. Beziehungsweise ich werde speichern, wenn es hier dann wirklich ein bisschen trickiger wird. Nämlich dann, wenn wir gleich den Fallen, beziehungsweise es wartet ja noch eine recht große Überraschung auf uns, wenn wir denn gleich weitergekommen sind, falls es hier Leute gibt,
die das noch gar nicht wissen, dem will ich natürlich die Überraschung nicht vorwegnehmen, deswegen sage ich jetzt mal nicht, was ich meine. Aber die Leute, die halt wissen, worum es hier geht. So, Tigerchen. Ich will mich hier nicht verletzen lassen. So, sehr gut. Genau, ich glaube, hier war weiter nichts. Ich weiß, dass ich mich, als ich das erste Mal, also der zweite Teil, der zweite Tomb Raider Teil, für die, die es halt noch nicht wissen oder nicht mehr wissen, es ist auch jetzt in dem Sinne nicht wirklich relevant, aber der zweite Teil war eigentlich der Teil, den wir damals als Kind zuallererst hatten. Ganz am Anfang hat meine Schwester den halt gespielt, weil ich halt noch 4 Jahre jünger war und das war irgendwie 2000, nee, Quatsch, 2000 gar nicht, 1997 kam der raus und ich glaube 98 oder so hatten wir den halt schon, also ich war da gerade 8 Jahre alt. Und meine Schwester hat den gespielt, ich habe halt zugeguckt und irgendwann später, ein paar Jahre später, habe ich den dann auch dann halt gespielt. Deswegen ist auch zum Beispiel dieses Level eigentlich so das allererste Tomb Raider Level, wo ja nun auch in dem Sinne wirklich mal was passiert, wo man Gegner hat, mit dem ich überhaupt jemals in Berührung gekommen bin. Die ersten Gegner und alles, ne? Das ist natürlich, das ist die allererste Computerspielerfahrung, wo man halt wirklich dann mal ein Spiel hat, was man dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, ernst nehmen kann, ne? So, die Spinne hat sich da gerade irgendwie verpieselt. Hier war nichts drin. Hier können wir halt nur rausgucken. Ich mach das mal, weil wir kriegen ja teilweise Achievements für Sachen, dass wir irgendwo rumstehen. Aber hier gerade mal nicht. Na gut. Dann gehen wir wieder runter. Also ich werde natürlich alle Geheimnisse einsammeln oder versuchen einzusammeln. Wobei eigentlich sollte das möglich sein. Beim zweiten Mal durchspielen habe ich ja dann im Endeffekt auch alle gehabt. Das heißt ungefähr wissen, wo die sich befinden, sollte ich eigentlich. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass es hier in dem Sinne keine Geheimnisse gab, die teilweise so fies zu erreichen waren, dass man da irgendwie schnell sein musste oder sonst irgendwie was. Das haben wir dann im dritten Teil tatsächlich wieder. Aber in diesem Teil wüsste ich jetzt so ad hoc nicht, dass da irgendein Geheimnis ist, was richtig, richtig fies gemacht ist. Dass man da wirklich nur hinkommt, wenn man innerhalb einer bestimmten Zeit oder ne, gewisse Sachen sehr, sehr schnell macht. Oder hätten wir gerade noch eine Spinne? Okay, die Spinnen sind relativ schnell tot. Das ist ganz entspannt. Cool, dass auch die Blöcke hier so aussehen. Wie sahen die denn damals aus? Ah ja, okay. Ja, das ist natürlich schon, ne, müssen wir nicht drüber reden, das sieht halt alles schon etwas schöner aus. Gut. Ach genau, jetzt kommen wir gleich schon so zu dem ersten Teil oder zu dem ersten Bereich hin, wo es dann ein bisschen fies wird. Wo dann auch gleich vor allen Dingen das zweite Geheimnis, ja, auch zu finden ist. Und da muss man ja schon ein bisschen schnell sein. Und kurz davor würde ich dann auch gleich mal einen Speicherstand anlegen. Ja, von den Steinen hier oder von diesen Wurfgeschossen wird man nicht getroffen. Man hätte auch durchs Wasser laufen können. Das wäre auch eine Option. Man muss hier nicht langhangeln. Aber das sorgt dann natürlich für, dass man vielleicht von diesen Teilen getroffen wird. Da wir das nicht möchten, hangeln wir halt hier den größten Teil einfach lang. Müssen aber im Endeffekt trotzdem wieder ins Wasser. Ich sehe gerade, man hätte auch einfach tauchen können. Naja, gut. Dann ist das doch gar nicht so relevant. So, hier haben wir schon mal Knäckebrotboden. Und jetzt speichere ich auch mal. Leerer Slot. Und ich finde, dafür, dass es das allererste Level ist,
wird man hier auch schon mit relativ fiesen Sachen konfrontiert und muss eigentlich auch schon relativ schnell handeln. Aha. Nein. Okay, tot. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich will aber die Munition unbedingt haben. So, hier sollte ich vielleicht ein bisschen früher springen, dass ich hier runterrutsche. Schafft man das gar nicht? Nee, man schafft es anscheinend nicht. Okay. Gut. Da war ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, ob man das nicht vielleicht sogar schafft. Oder warte mal, wenn ich jetzt... Eine andere Idee? Oh nein, das wollte ich gar nicht. Huch! Ich habe die falsche Tastenkombination gedrückt. Sorry. Ich wollte was anderes machen. So. Okay, ich wollte nämlich hier mal gucken, ob die Wände schon auslösen, wenn ich hier nur hänge. Ist aber nicht der Fall. Okay, wir lassen es. Nein! Lara! Ach, verdammt. Ach, okay. Boah. Okay, das hat sich jetzt eigentlich fast nicht gelohnt, aber wir lassen es einfach mal dabei. Wir wollen ja alle Fundstücke, apropos. 6 von 14. Ach, die Geheimnisse, die sind ja auch cool dargestellt. Besiegt die Gegner 13, ne? Das ist natürlich, also das ist schon eine enorme Steigerung zum ersten, also auch von der Anzahl der Gegner und sowas. So, hier haben wir das zweite Geheimnis. Und ich muss sagen, dafür, wenn man das wirklich das allererste Mal spielt, die Musik hat ein bisschen spät eingesetzt, aber gut, passt. Wenn man halt eigentlich gar nicht weiß, was hier Phase ist, was man hier zu tun hat, wo man hier ist, dann finde ich das eigentlich schon eine relativ fiese Geschichte hier, muss ich mal sagen. Also, das ist schon anspruchsvoll für ein allererstes Level, gerade wenn man vielleicht eben noch nicht vorher Tomb Raider gespielt hat. Also, dass hier wirklich die erste Erfahrung mit dem Spiel ist. Ich würde mal behaupten, dass im ersten Teil die ersten Level nicht so fies waren. Also, wir können gleich spinnen, das weiß ich. Oh, ich schieße, obwohl gar nichts mehr da ist. Ich wollte sagen, hier waren eigentlich noch mehr, aber dann war es das schon. Okay, und jetzt kommen wir nämlich zu der großen Sache in diesem Level. Das, was es eigentlich spannend macht. Warte nochmal hier. Hier ist nachher... Huch, da ist eine Spinne. Ich muss gerade mal aufpassen mit meiner Kraft. Genau, wir sehen da oben, da ist schon irgendwie... okay. Da ist anscheinend was. Wir kommen aber nicht dahin. Denn, das werden wir später erfahren, was das ist. Aber es gibt hier... Ne, man könnte natürlich einfach sich an die Seilbahn hängen und dann ist das Leben schön und dann ist man eigentlich auch schon fast am Levelende. Aber wir wollen ja noch ein bisschen was erleben. Deswegen... Oh, das wusste ich auch nicht, dass das geht, dass wir uns hier direkt in die Lücke begeben können, dass sie sich dann direkt festhält. Genau, wir sehen, da unten sind schon zwei Kollegen, nicht ganz so erfolgreich gewesen. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten. Wir gucken mal, was es hier so gibt. Beziehungsweise diejenigen, die diesen Teil schon kennen und auch das alles hier, ne, auch schon gesehen haben oder wissen, ne, die wissen auch, was hier auf uns wartet. Nämlich eine Packung Fackeln. So, hier wird es jetzt ein bisschen düster. Jetzt gucke ich gerade mal. Ah, das ist auch immer noch dieselbe... Tastenbelegung. Warum habe ich das gemacht? Aha. Kleinen Moment. So, vor allen Dingen, jetzt fing gerade eben voll schön hier diese Musik an, diese beruhigende Musik. Und ich stützte einfach so runter. Das sollte natürlich nicht passieren. Ich wollte hier natürlich ganz normal an diese Wand heran.
Und wir könnten jetzt da oben hin. Da würden wir dann nämlich irgendwann dahin kommen, wo wir gerade schon mal hingeguckt haben. Ich möchte aber gerne runter. Und weil das hier bei Tomb Raider immer ein bisschen sehr lange dauert mit dem Runter oder generell an solchen Wänden rumklettern, kann man sich zumindest den Rück- oder den Runterweg, den Weg nach unten, ein bisschen verkürzen. So, hier speichere ich. Ich glaube, jetzt erstmal passiert in dem Sinne noch nichts. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Musik wird auf jeden Fall geheimnisvoll. Es sieht ja echt schön aus jetzt mit der mit der neuen Grafik. Ja, die Kollegen hier, die haben es leider nicht geschafft. Okay. Wegen ihm hier. Ich bin ein bisschen zu nah dran an dem. Okay, cool. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich das hier direkt schaffe. Ich speichere nochmal. Ich will natürlich wieder versuchen, mit möglichst wenig Medipacks auszukommen, weil wir ja auch gerade noch. Achso, das ist der Löwe, der oben gleich auf uns wartet. Genau, jetzt werden wir gleich eine Sache feststellen, die hier bei Tomb Raider 2 ganz cool ist. Denn sobald wir alle Geheimnisse in einem Level gefunden haben, bekommen wir auch automatisch immer noch zusätzliche Sachen. Das können in der Regel Waffen sein, das ist auch manchmal nur Munition oder eben eine Kombination aus mehreren Sachen, so wie hier. Hier haben wir jetzt nämlich den Granaten- oder Granatenwerfer gekriegt. Ich muss gerade mal gucken, wie er hier heißt. Eine Waffe, die wir eigentlich erst viel später bekommen. Granatwerfer, genau. So, und jetzt ist das Ding. Jetzt ist nämlich der zweite T-Rex da. Und an den würde ich ehrlich gesagt ganz gerne vorbei. Und das geht eigentlich auch. Indem wir nämlich einfach hier verschwinden. Ich muss nur so eine Waffe haben. Eine Fackel haben. Ich weiß halt nicht, ob es vielleicht theoretisch ein Achievement gibt, ob, wenn wir den jetzt töten. Ich kann es ja mal machen. Von hier aus. Uah. Hier bin ich nämlich in einer relativ guten Position. Hier kann er mich eigentlich nicht kriegen. Und selbst mit meinen primitiven Waffen, sage ich mal, oh Gott, uah, das war ein bisschen gruselig. Wie der Kopf hier auf einmal in der Ecke. Okay, kein Achievement, schade. Wahrscheinlich, wenn ich beide leben gelassen hätte, hätte ich eins gekriegt oder so. So, die Fackeln, die kann man noch mal aufheben. Und auch wie in den alten Teilen dauert das Aufheben immer viel länger, als irgendwelche Gegenstände aufzuheben, was schon ein bisschen komisch ist. So, und jetzt müssen wir nämlich hier oben hin. Und dadurch, dass es jetzt. Oh, hä? Hat sie sich nicht festgehalten? Jetzt bin ich hier gerade ausgelaufen. Eigentlich sollte sie sich jetzt hier an der Wand festhalten. Ich weiß nicht, warum sie es nicht gemacht hat. So. Genau. Und das dauert jetzt ein bisschen. Da ist sie leider ein bisschen langsam unterwegs. Wobei, wahrscheinlich ist es schon schnell. Die Menschen, die nie so etwas machen, sind wahrscheinlich noch viel, viel langsamer. Oder vielleicht nur am Anfang langsam, aber dann zum Ende hin wesentlich. Schneller meine ich. Und zum Ende hin aber langsamer, weil. Ja, einfach das Training vielleicht fehlt. Und Lara ist wahrscheinlich so intelligent und teilt sich ihre Kraft gut ein. Man, die ist ja nun auch hier permanent am Joggen, wenn man so möchte. Die hat ja eh eine Ausdauer wie nichts Gutes. So, und da sind wir auch schon oben. Haben inzwischen alle drei Geheimnisse. Gegenstände, weiß ich gar nicht. Habe ich irgendwelche. Nee, wir haben alle gefunden. Okay. Also Fundstücke. Uah, jetzt werde ich hier wegen von Spinnen getötet. Pass mal auf. So weit kommt's noch. Das Ding ist, wir haben gleich noch einen Gegner.
Und dafür würde ich mir vielleicht diese Waffe. Ah, nein! Boah, das wird super knapp jetzt hier mit meiner Kraft. Ich speichere hier mal. Und so. Denn da drüben erwartet uns auch gleich etwas. Oder jemand. Okay, ich hab's geahnt. Ich probiere es jetzt gerade nochmal. Auch wenn es vielleicht dämlich ist. Ist es nur einer? Ne, zwei. Okay. Ja, ich muss, glaube ich, wohl einfach ein Medipack nehmen. Oder ich versuche wegzurennen. Weil wir haben jetzt ja eh alles geschafft. Oh, verdammt. Oh, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zu geizig, jetzt noch ein Medipack zu nehmen. Nein, nicht den. Oh. Das ist das Blöde. Sie schießt immer noch auf den, wenn sie. Obwohl der schon tot ist. Endlich. So, jetzt haben wir es auch mal geschafft. Ist natürlich schade um die Munition, aber wie gesagt, ich möchte, da bin ich dann einfach zu geizig, weil wir kriegen jetzt gleich im neuen Level, haben wir wieder volles Leben. Ja, hier ist nur ein Lagerfeuer. Ob hier jemand ist, ist erstmal so nicht so richtig ersichtlich, aber wir wissen, sobald wir uns zu diesem Tor begeben, das wir ja auch schon in dem Video gesehen haben, in dem Anfangsvideo, passiert etwas. Also schauen wir mal, was passiert. Oh, Verzeihung. Vielleicht wollten Sie mir ja nur die Tür öffnen. Mit einer Maschinenpistole am Schlüsselbunde. Jetzt nicht mehr. Also nach Ihnen. Irgendwie benehmen Sie sich nicht gerade wie eine Mönch. Dieses Irgendwie spricht wohl für mich. Erzählen Sie mir mehr über den Dolch von Xian. Ich würde Ihnen Ihr Leben schulden. Diese Türen warten auf den einen und auf die richtige Zeit. Dann belohnt die Klinge des Dolches die Herzen jener, die glauben. Wenn Sie also nicht auch Treue schwören. Und wem gegenüber wäre die? Auf die Sünden und Reichtümer von Marco Bartoli. Vielleicht warte ich damit noch. Gianni Bartoli, Via Caravelli, Venedig. Ich habe keine Ahnung, warum das am PC gerade so gewackelt hat. Habt ihr gesehen, dass da Cecilia Bartoli stand? Fand ich jetzt ja gerade mal interessant und auch generell, dass die Zwischensequenzen jetzt so schön aufgelöst sind. Das hatte ich irgendwie schon verdrängt. So, benutzte Medipacks haben wir 0. Wir haben nur 1,53 Kilometer. Das ist wenig. Und knapp 20 Minuten haben wir fürs Level insgesamt, abzüglich der oder zuzüglich der Mehrversuche. Aber ne, wenn man es jetzt in einem Rutsch rechnen würde, haben wir ja 20 Minuten gebraucht. Und jetzt kommen wir in den Teil, der, glaube ich, so mit der kultigste ist, nämlich nach Venedig. So, aber das schauen wir uns dann erst natürlich beim nächsten Mal an, denn die Folge ist leider schon wieder vorbei. Ja, ich freue mich auf diesen Teil. Da werden wir einiges erleben. Wie gesagt, ne, auch wenn der jetzt das dritte Mal quasi bei mir auf der Dings steht, freue ich mich da trotzdem drauf.
Und ich hoffe, ihr auch. Vor allen Dingen hier im zweiten Teil finde ich ja die Gegner am coolsten. Ne? Da bin ich ja mal gespannt, wenn wir hier dann wieder Schläger Stefan und Prügel Paul und Hau drauf Hannes und wie sie alle heißen oder wie ich sie alle genannt habe, wiedersehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder hier bei Tomb Raider 2 Remastered. Macht's gut, bis dahin und ciao.